Meine Kunden fragen mich immer: Hey Andi, warum ist es so wichtig, dass die Füße parallel stehen? Da sage ich: Hey, ganz klar. Was ist, wenn du so stehst? Weil viele von mir, die stehen so, diese Kunden. Was passiert dort? Und dann knallen sie die Knie noch durch und das Becken wird irgendwie auch dahingestellt, wo es eigentlich nicht sein sollte. Wenn ich so stehe, schau mal genau auf meine Füße, dann bricht mein Sprunggelenk so ein. Wenn mein Sprunggelenk einbricht, verändert sich die Beinachse. Auch da meine Knie gehen dann, ich übertreibe das mal jetzt, so nach innen hinein. Wenn die so nach innen hineingehen, meine Knie, erhöhen sich die Scherkräfte in den Knien. Das Becken ist in einer mehr gekippten Position auch. Und dann wirkt sich das wieder aus dem Rücken aus. Und dann schieben sie noch das Becken so nach vorne, versuchen sich irgendwie aufzurichten. Okay, wenn ich meine Füße parallel gerade hinstelle, ist mein Knie in einer neutralen Position. Mein Becken ist in einer neutralen Position und ich kann es eben gut aufrichten und kippen. Also ich habe da andere Worte dazu. Ich habe gesagt dazu beim Aufrichten aufblenden und beim Kippen abblenden. Weil eben mit dem Auto verschieht das jeder aufrichten und kippen. Da gibt es manchmal immer so sein Problem. Gut, Füße parallel. Es gibt noch einen anderen Test, den du machen kannst, um für dich festzustellen, warum das gut ist. Dazu brauchst du einen Freund. Stell dich normal hin, Füße nach außen. Die Aufgabe, die du jetzt hast, ist, ab den Sprunggelenken nach oben fest zu bleiben. Diese Position, in der du jetzt bist, behalten. Und dann schubst dich den Freund so ein bisschen nach hinten, schiebt dich ein bisschen nach vorne. Nach hinten, nach vorne. Und du bist fest. Versuchst aber hier diese Position zu behalten. Okay. Dann Füße parallel. Wie ist das, wenn die Füße parallel sind? Auch da gleiche. Halte deine Position und dann bekommst du wieder die Impulse. Vor, zurück, zurück und vor. Ändert sich da was für dich? Spür mal genau hin. Wenn du unsicher bist, ob sich da was geändert hat, probier es mal aus. Füße so, Füße so. Auch da, wir können mit solchen Kleinigkeiten schon anfangen, um unseren Körper gut einzustellen. Besser einzustellen. Damit wir in einem gut ausgerichteten Lot auch sind. Und das macht schon was her. Weil auch da, gerade bei vielen Läufern ist das so, die sollten eigentlich so laufen, ja, also Füße parallel. Doch wenn die ständig so dastehen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie loslaufen, dass die Füße auf einmal parallel kommen? Ja? Also die meisten, die so loslaufen, laufen auch so. Daher die erste Übung, die du machen kannst, ganz einfach, immer wieder, stell dich irgendwo hin, check nach unten, Füße parallel, super. Ja? Check nach unten, Füße nach außen, du weißt, was du zu tun hast, Füße wieder parallel hinstellen und schon bist du gut eingestellt. Und du kannst dann eben auch den Effekt von Po-Power deutlich besser für dich umsetzen. Und es wird effektiver. Ganz einfach. Ich freue mich, wenn dir dieser kleine Clip, diese kleine Idee, wie du deine Haltung verbessern kannst, gefallen hat. Ich freue mich auch, wenn du mir auf Facebook dein Gefällt mir gibst und auf YouTube diesen Kanal abonnierst. Wenn du Fragen, Anregungen hast, freue ich mich über eine Nachricht von dir. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ciao, Aloha, dein Coach Andi.